Ja, willkommen zurück zu Submerged. Wir haben noch einen kleinen Auftrag von euch bekommen und wir wollen das auch weiter erkunden. Das machen wir jetzt einfach mal. Erkunden. Und ich hoffe, dass alle Sachen, die jetzt noch offen sind, dass wir die dann nochmal nachgucken können und vor allen Dingen, dass wir die Geschichte, die wir aufgezeichnet haben, verstehen bzw. nochmal uns ansehen können. Ich hab's jetzt noch nie im Erkundungsmodus gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es wieder von vorne anfängt. Wenn das das tut... Ah, okay. Also Taco ist weg. Die Karte. So, wir haben hier oben noch zwei, da haben wir noch zwei. Also wir haben hier noch jede Menge zu tun. Und ich würde sagen, ich fahre hier erstmal die Karte komplett einmal rum, damit wir auch sehen, ob wir da noch was haben. Ja, weil... Taco haben wir gerettet. Wir sind hier wieder. Der Wal ist auch wieder da und... wir können hier erstmal noch ein bisschen rumdüsen. Weil wir wollen ja die ganze Geschichte noch mitbekommen. Also ich fahre jetzt mal hier rechts rum. Oh, da ist gut. Wenn es mal ruckelt, seid mir nicht böse. Im Hintergrund rendert gerade ein großes, großes Teilchen. Dazu was später mehr. Ich kann natürlich, wenn ich hier unten bin, natürlich ab und zu auch mal wieder... ich fahre jetzt erstmal bis ganz nach oben. Ach, guck mal dahin. Albatrosse. Haben wir alles noch gar nicht gesehen, was sie haben. Guckt mal. Das Korbrad. Das hatten wir auch noch gar nicht. Seht ihr? Das Korbrad. So, ich nehme mal wieder mein Fernglas. Guck mich einmal um. Stell fest, hier ist nichts. Ich weiß gar nicht, wo wir dann hier hinkommen. Wenn wir jetzt hier weiterfahren. Also wir sind jetzt ganz unten. Okay. Düsen wir mal einfach her. Seht ihr, das Korbrad hatten wir nämlich auch noch nicht. Und hier diese Statue im Wasser müsste uns eigentlich auch was anzeigen. Aber gucken wir auch hier mal wieder dieses Glas. Wow. Da. Da haben wir was. Ja, man kann gewisse Sachen auch von hier unten sehen. Aber nur gewisse halt. So, dann gehen wir mal da drauf zu. Ah, seht ihr? Die wachsame Dame. Ich denke mal, das wird alles wichtig sein. Für die Geschichte und für die Orte, die wir noch finden müssen. Erstmal wollen wir uns jetzt hier... Hier ist auch noch was. Da gehen wir auch mal drauf. Können wir denn da? Ja, wir können. Da blinkt's schon. Blinky, blinky. Das war's. Okay. Ist auch nicht schlimm, wenn's das war. Weil... mir die Karte wieder an, in welche Richtung fahren wir. Wir fahren nach da. Wir wollen aber alles uns angucken.
Okay, diese Dinger hier, die geben uns die Grenze an. Das könnten wir theoretisch nochmal nach links. Das ist die äußerste Ecke sozusagen. Die wir eigentlich jetzt hier erreicht hätten. Wir können nochmal das Fernglas benutzen, ob wir hier auch was finden. Natürlich nicht, ist ja viel zu weit weg. Was ist denn hier? Okay, hier ist nichts. Sind wir jetzt eigentlich schon über die Grenzen hinaus? Nee, der verschiebt uns anders. So, wir machen mal die Fahrt nach hier. So. Obwohl ich sage, er soll nach da fahren. Bringt er uns immer wieder auf den richtigen Kurs und zeigt uns, wo hier die Grenze des Ganzen ist. Und die Delfine oder was auch immer sind mit dabei. Seht ihr, wir grasen hier unten genau die. Die kommen jetzt am Rad raus. Und wir gehen einfach mal am Rad weiter. Und die Delfine freuen sich, dass wir da dabei sind. Aber wir sind natürlich mit unserem Turbo hier wesentlich schneller. Eigentlich könnte ich jetzt hier nochmal das Fernglas benutzen. Ja, die Sachen haben wir natürlich hier alle schon. So. Ja, einfach mal weiter. Aha. Das haben wir alles nicht gesehen. Der Speer des Titan. Seht ihr? Fehlt uns alles. Das sind alles Orte, die hätten wir noch entdecken müssen. Ein Ort, der wird uns noch fehlen. Und ich tippe mal, dass der hier oben ist. Hier oder vielleicht kommen wir da auch jetzt genau hin in diesem Bereich. Ansonsten hätten wir eigentlich alles gefunden, aber ja. Gucken wir mal. Ah, da ist er. Okay, damit haben wir das auch. Und jetzt geht's nach oben. Beziehungsweise kann auch eben das hier hinter uns machen. Das da. Guck mal, das blinkt uns so schön an. Dann machen wir das doch auch eben. Also ein bisschen Zeit geht drauf, ne? Merkt ihr es? Halt. Also das Spiel ist ein Nachtrag zu dem schon bestehenden Abenteuer, wo wir unseren Bruder gerettet haben. Ein schönes Spiel und wir gucken uns gleich alle die ganze Geschichte an, wenn wir alles haben, würde ich sagen. Ich teile das vielleicht auch noch mal auf hier in zwei Teile. Ist vielleicht vernünftiger, dann brauchen wir hier nicht so durchzurennen und können die Geschichte dann in Ruhe erzählen. Was meint ihr dazu? So, jetzt müssen wir rechts hoch. Ich gucke erstmal, dass wir den Ort finden da oben, der uns noch fehlt. Kann man jetzt hier so ein bisschen mal, hier kommen wir auch drauf. Oder waren wir schon drauf? Ja, waren wir schon drauf. Ich fahre jetzt hier einfach mal hoch. Gucken wir, ob uns hier noch was
optisch auffällt. Da oben blinkt ja auch was, ja. Aber... Nö, hier ist eigentlich nichts mehr. Kann halt dann nur noch ganz nach oben sein. Fahren wir da auch mal hin. Hier waren wir schon überall. Da ist die Brücke, genau. An der Brücke des Freis. So, ist hier denn noch irgendwas? Aber wir können die Brücke nach links. Ich denke mal, das ist das. Aha, der silberne Pass, seht ihr? Da haben wir die Brücke. Und damit haben wir alle 8 Orte, die wir brauchten, gefunden. Wir können hier nochmal gucken, aber hier war nichts. Weil wir brauchen diese Orte ja, um die Geschichte korrekt zu erzählen. So. Ja, ich würde sagen, gehen wir hier auf dieses Gebäude. Da hatten wir schon eine Kiste geholt, aber die anderen Sachen vergessen. Aber vorher holen wir uns noch das Rad hier oben, damit wir schneller sind. Ja. Oh ja. Ja. Und dann, oh, das geht doch weiter. Na gut, dann hole ich mir das andere Rad auch. Ich glaube, das Einzige, was noch ist, ist dieses. Ne, komm, wir machen jetzt erst hier unten den Turm. Und das andere machen wir dann im nächsten Let's Play. Würde ich sagen. Sonst wird dieses Let's Play zu lang und... Wetter ist sowieso jetzt schlechter geworden. Oder wir können ja schon mal anfangen. Warte mal. Wir können ja das Journal uns mal angucken. Das sind die Monumente. Da haben wir das große Bild, die große Brücke, den Kran, das Korbrad, das Pferd, dieser Eiffelturm, ein hohes Gebäude und natürlich das hier Speerspitze. Und unsere Geschichte ist noch nicht vollständig, obwohl eigentlich schon. Die Geschichte der Stadt ist noch nicht vollständig. Und die Kreaturen haben wir auch noch nicht alle. Wenn wir uns unsere Geschichte sehen, wir kommen aus einem Dorf, in einer Familie. Wir haben Kinder, Eltern. Und eines Tages fährt unser Vater zum Fischen und bringt uns das Essen. Und Mutter fährt auch und gerät in einen Sturm und stirbt. So dass nur noch unser Vater mit uns beiden da ist. Und unser Vater trinkt. Er trinkt, er kann es nicht ertragen. Aber irgendwann sind wir dann so weit und zerbrechen die Flasche. Die Trinkflasche, den Alkohol. Vater ist wütend. Vater verjagt uns. Und wir beide, wir wollen uns wehren. Und Vater verletzt den Bruder mit dem Speer im Bauch. Mit einem Messer, mit einem Speer. Dann nehme ich Taco mit und Vater ist wütend und wir fliehen. Wir fliehen vor dem Vater, der uns verletzt hat. Kommen in ein Unwetter, in ein schönes Wetter und kommen in diese Stadt,
die wir jetzt gespielt hatten. Wir sehen die Rathausturm. Ich bringe meinen Bruder, das kennen wir ja, und versorge ihn. Und es wird Nacht. Und unser Bruder sieht aus, als wenn er zum Sterben verurteilt ist. Aber er wird nicht sterben. Weil ich sorge dafür. Ich fahre mit ihm hin und her und sorge dafür, dass er weiterlebt. Aber er ist gestorben. Das ist eigentlich die Geschichte. Dass ich traurig bin, dass ich dann alleine weiterfahre. Die Geschichte der Stadt erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Vielleicht könnt ihr die Geschichte anders interpretieren. Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal hier einen Cut und ich sage bis zum nächsten Mal.